Werner. Anna, hallo. Ich heiße jetzt April. Anna ist Vergangenheit. April klingt toll. Vom donnernden Schneesturm bis zum strahlenden Sonnenschein. Ich bin so froh, dass es dir besser geht. Meine Mom hat mir erzählt, dass Dr. Montgomery zumindest einen Teil deiner Erinnerung zurückholen konnte. Ich bin so dankbar. Dass ich dich nicht vergessen habe? Ich hatte so gehofft, dass du mich findest. Und dann warst du so komisch. Es ist alles gut. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Hier, sieh mal. Der Anhänger, den du mir gegeben hast. Den hast du noch? Ja. Weißt du noch, was ich dir damals versprochen habe? Du wolltest immer für mich da sein. Oh. Und dich immer vor dem Bösen beschützen. Ja, ist mir nicht entgangen. Werner mag die Kleine immer noch. Ist doch schön für ihn. Stimmt auch wieder. Schön für uns. Das sollten wir ausnutzen. Okay, prima. Ja, bis dann. Musst du eigentlich immer telefonieren? Musst du dich beim Sex immer im Deckenspiegel ansehen? Nicht ablenken. Worum ging's da eben? Weißt du, Darling, es gibt Dinge auf der Welt, die deine Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Also mach dir keine Gedanken. Na schön, pass auf. Mir ist egal, was du woanders machst. Aber jetzt sind wir in meiner Wohnung, da gelten meine Regeln. Und die erste ist Handy ausschalten. Ach, wie süß. Lance Rivers versucht, streng zu sein. Das Ding ist nur, wenn ich mich zwischen meinem Handy und dir entscheiden müsste, würde ich immer das Handy nehmen. Und jetzt lass mich nach unten. Ich bin dran mit Spiegel gucken. The Cruise Teil 8. Wie laufen die Vorbereitungen für heute Nacht? Es wird alles so sein, wie du es dir wünschst. Das sollte es auch. Wir wollen Sam nicht verärgern. Wenn man vom Teufel spricht. Spielanweisung 3. Macht April bereit für Nein. die Nacht der Gottesanbeter. Nein, auf keinen Fall. Nicht April. June? Ich bin mit dir hierher gekommen. Ich habe geschworen, nichts von dem in Frage zu stellen, was du hier tust. Und ich habe nur eine Bedingung gestellt. Dass du meine Tochter aus deinen Ritualen heraushältst. Du hast es versprochen. Es ist nicht meine Entscheidung. Es ist ein Befehl von Sam. Du hast es gehört. Scheiß auf Sam. Es geht um meine Tochter. Es geht um Elysium. Glaubst doch nicht, dass Sam uns hier in Elysium einfach so weiterleben lassen, wenn wir uns ihnen widersetzen. Allerdings... Allerdings was? Sag es mir. Was kann ich tun? Nicht du. April. Sie müsste Sam die Unzufriedenheit nehmen. Bitte, Meister. Rede so mit mir, dass ich dich verstehe. Guck mal, was ich gefunden habe. Eine Kiste. Na prima, mit April dann also noch eine Gottesanbeterin mehr. Hat irgendeiner von euch eine Idee, die uns weiterhilft? Nee, aber ich habe einen Baseball. Guck mal. Und, eine Autogrammkarte. Autogrammkarte von Jody Matron 1951. Sein letztes Jahr bei den Yankees. Das ist ganz was Feines. Was gibt's hier noch? Wir müssen das mit den Gottesanbeterinnen irgendwie verschieben, damit wir Zeit gewinnen. Pomade. Kannst du vergessen. May hat mir erklärt, warum es ausgerechnet heute sein muss. Es hat mit dem weiblichen Zyklus zu tun. Ein Liebesbrief. Wenn Frauen längere Zeit miteinander auf engem Raum verbringen, passen sich ihre Zyklen aneinander an. Was? So weit, dass sogar ihre Menstruation am selben Tag beginnt. Und heute sind Montgomerys Gefährtinnen anscheinend am fruchtbarsten. Das ist ja ekelhaft. Aber auch faszinierend. Wie auch immer, die Nacht der Gottesanbeterin findet statt. Nicht, wenn wir Montgandi aus dem Verkehr ziehen. Und wie soll das funktionieren? Warte mal. Hier. Hey, Finger weg! Die Sachen habe ich gefunden. Gib das Messer wieder her. Hiermit funktioniert das. Katja, du musst Montgomery nur um eine Audienz unter vier Augen bitten. Das sollte kein Problem für dich sein. Glaub mir, die Möglichkeit wird sich wie von selbst ergeben. Und dann... Du bist ja vollkommen verrückt, Grigori. Ich bin doch kein Mörder. Ich kann sowas nicht. Ach ja? Aber du willst zusehen, wie Montgomery uns umbringt und dich für alle Ewigkeit zu seiner Sklavin macht? Leute... Glaubst du, hier geht's dir besser als bei Potemkin? Leute, bitte nicht streiten jetzt. Es gibt vielleicht noch eine andere Lösung. Es muss eine andere Lösung geben.
Mom, Mom! April. Die Durchsage. Was hat das zu bedeuten? Du hast gesagt, ich müsste nicht... Beruhige dich. Ich habe mit dem Meister gesprochen. Es gibt einen Ausweg. Was meinst du damit? Der Meister will, dass du zu Werner gehst und ihn fragst, wo er ein ganz bestimmtes Computerprogramm versteckt hat. Der Name des Programms ist Shapeshifter. Verstehst du? Ja, Shapeshifter. Aber warum ich? Kann er Werner nicht wieder hypnotisieren? Das hat er bereits versucht. Es hat nicht funktioniert. Dann schaffe ich das erst recht nicht. April, du hast einen besonderen Zugang zu Werner. Du musst es versuchen, bitte. Aber hör zu, du darfst ihn nicht drängen. Er wird sich nur daran erinnern, wenn du ganz sanft mit ihm umgehst. Und was, wenn es nicht klappt? Ich weiß es nicht. Noch nicht. Cleary? Nein, Flint, ich weiß nicht, wo es noch Sprühsahne gibt. Hey, hör ihm zu, Cleary, es lohnt sich. Mhm. Na schön. Katz hat dir doch gesagt, dass uns das Geheimnis der Insel hilft, das Spiel zu gewinnen. Mhm. Das heißt, wir müssen das Geheimnis lüften. Ich habe mich da mal ein bisschen umgesehen. Naja, so weit möglich. Komm zum Punkt. Es sind die Wassertanks, Tom. Dahinter verbirgt sich das Geheimnis. Wasser. Eben nicht. Sieh dir an, wie groß die sind. In diesen Breiten regnet es nun einmal viel. Ja, aber das ist es ja. Wozu braucht man riesige Wasserreservoirs, wenn es ständig regnet? Für die Kosmetikproduktion. Das ist eine kleine Manufaktur, keine Massenproduktion. Und hast du in den letzten Tagen irgendwas davon mitbekommen, dass jemand auch nur einen Milliliter Kosmetik hergestellt hätte? Na gut, Miss Marple. Nehmen wir an, da ist nicht nur Wasser in den Tanks. Wie willst du nah genug rankommen, um herauszufinden, was es ist? Mit etwas, das einer der früheren Arbeiter unter seinem Bett vergessen hat. Tada! Na, was sagst du? Ein Baseball? Und hier noch das Ergebnis eines Nachholspiels aus der Major League Baseball. Die New York Yankees schlagen die Boston Red Sox mit 6-5. Baseball spielen? Auf der Plattform? Den beiden fällt hier die Decke auf den Kopf. Bei dem Winter draußen kann man nicht Baseball spielen. June, die wollen den Ball ein bisschen hin und her werfen. Ich weiß nicht. Hast du Angst, sie könnten fliehen? Wo sollen die denn hin? Wie hat Montgomery das so schön ausgedrückt? Es gibt nur diesen einen Ort auf der Welt. Es gibt nur Elysium. Also gut, von mir aus. Okay, lasst Olaf und Flint nach draußen. Für 10 Minuten. Dein Wunsch erreicht uns. Danke! Freundlich, Ma'am! Danke, June. Schon in Ordnung. Komm mit ans Fenster. Ich will sehen, was die beiden da draußen treiben. Du traust ihnen nicht? Ich frag mich nur, warum sie dich vorschicken, anstatt mich selbst zu fragen. Ich bin wohl sowas wie der Klassensprecher. Und ich, die strenge Lateinlehrerin? Wohl eher die scharfe Lateinlehrerin, mit der jeder ins Bett will. Quod esset demonstrandum. Aber vielleicht entscheide ich lieber selbst, wann ich mit wem ins Bett gehe. Und ich dachte, es wäre der Traum eines jeden Mannes, wenn eine fremde Frau nachts zu ihm ins Bett steigt. Vielleicht passe ich nun mal nicht ins Klischee. Du, Thomas Jefferson Cleary, passt wirklich in jedes Klischee. Kann schon sein. Komm mal her. Warum hast du es auf einmal so eilig? Weil heute die Nacht der Gottesanbeterin ist. Dann solltest du besser deine Kräfte sparen. Werden wir beide heute Nacht... Nein. Und ich werde dich auch für nichts bewahren können. Dann gewähre einem Verurteilten doch seinen letzten Wunsch. Verdammt, Tom! Das war mies. Das war ganz mies. Ein paar Bälle werfen, ja? Das hätten deine Freunde nicht tun sollen. June. November, Dezember, ihr kommt mit mir. Die anderen behalten unsere Gäste im Auge, verstanden? Dein Wunsch erreicht uns zu. Hab ich's doch gewusst. Von wegen Wassertanks eine Serverfarm. Hey, was macht ihr hier? Flint, der Alarm. Wir müssen uns beeilen, mach irgendwas mit den Computern. Es ist kein Laptop, Orloff. So einfach geht das nicht. Ihr dürft überhaupt nicht hier sein. Sag uns sofort, wie ihr mit der Außenwelt Kontakt aufnehmt. Gar nicht. Wir sitzen nur hier, sorgen dafür, dass die Server laufen und kontrollieren diese Zahlenkolonnen. Du lügst, das ergibt doch keinen Sinn. Mach den Mund auf oder ich... Runter mit dem Messer. Sofort. Verpisst euch. Ah, shit. Hölle, also schnell kann man ja gar nicht gucken. Lass mich in Ruhe und verschwindet aus dem Raum. Das alles sind elysische Staatsgeheimnisse. Ihr habt nicht das Recht, euch hier aufzuhalten. Elysische Staatsgeheimnisse? Ich weiß genau, was hier los ist. Elysium ist nicht einfach nur eine Kommune von Geistesgestörten, sondern eine Steueroase, ein
Offshore-Finanzplatz für Geldwäsche und Steuerhinterziehung. Ihr habt euch das ganz schön clever ausgedacht. Ein Mikrostaat, der in internationalen Gewässern liegt, mit eigener Gesetzgebung, ohne Finanzmarktaufsicht, Vermögenssteuer. Der ideale Ort für eine Briefkastenbank. Herzlichen Glückwunsch. Du hast das Rätsel gelöst. Aber deine Erkenntnisse sind vollkommen wertlos. Du hast es selbst gesagt. Elysium ist ein autarker Staat. Die internationale Finanzaufsicht hat hier keine Befugnis. Und kein anderer Staat wird uns daran hindern, genau so weiterzumachen. Außerdem wird es niemand erfahren. Denn keiner von euch wird die Insel je wieder verlassen. Aber wieso habt ihr... November, Dezember, bringt unsere beiden Gäste zurück zu den anderen. Und May, geh auch mit. Ruh dich aus. Ich übernehme deinen Dienst jetzt hier. Mein Dank erreicht dich. Mein Dank erreicht dich. Nett von Dr. Montgomery, dass wir in seinem Zimmer Tee trinken dürfen. Es ist fast wie früher, oder? Mhm. Nur der Cheesecake fehlt. Und der White Chocolate Mocha mit Haselnuss-Sirup. Oh, wie kann man sowas nur trinken? Ach, du hast das Zeug ja gehasst. erinnerst du dich eigentlich auch noch an Shapeshifter? Shapeshifter? Ich weiß nicht. Der Name klingt vertraut. Was ist das? Etwas, das du entwickelt hast. Ein Programm. Du hast mir damals davon erzählt. Ja, habe ich das? Ich weiß nicht. Wozu ist es denn gut? Ach, das ist kompliziert. Aber mich interessiert, was daraus geworden ist. Und dich doch sicher auch. Wenn du nachdenkst, fällt dir vielleicht ein, wo du es aufbewahrst. Warte. Ja? Tja, nein, also... Hier ist es nicht... Es könnte auf einem Laptop sein, einer Festplatte, einem Speicherstick. Überleg doch mal. Ich krieg Kopfschmerzen vom Nachdenken. Nein, keine Kopfschmerzen. Hier, nimm meine Hand und leg sie auf deine Stirn. Sie ist kalt. Meine Hände sind immer kalt. Das weißt du doch. Wir könnten den Kamin anmachen. Hier gibt es keinen Kamin, Werner. Nein, nicht hier im Loft. Wir sind in Elysium, mitten auf dem Meer. Wir brauchen nur ein Boot. Dann fahren wir rüber. Wohin rüber? Nach New York natürlich. Was ist das für ein Loft, Werner? Es ist ein Loft mit Kamin. Was wollen wir heute essen? Fisch, Fisch, Fisch. Oh. Und hier Algensalat. Das ist die beschissenste Henkersmahlzeit der ganzen Welt. Fisch ist gut für die Fruchtbarkeit. Macht also Sinn wegen nachher. Aber ansonsten muss ich dir recht geben. Ausgewogene Ernährung ist was anderes. Warte, ich frag mal nach. Hey! Hallo! An alle Monate da draußen. Könnten wir vielleicht was Sprühsahne bekommen und 5 Fleck Viking? Aber eiskalt, wenn es keine Umstände macht. Bin ich eigentlich der Einzige, dem unsere Lage bewusst ist? Wir sitzen hier fest. Irgendjemand eine Idee? Was ist mit dir, Special Agent Cleary? Mach's mal auf, verdammt nochmal. Es ist Zeit, etwas zu tun. Ihr müsst Geduld haben. Die Lage ist nicht so aussichtslos, wie sie scheint. Was hast du vor? Katja, die Wände hier haben Ohren. Ihr müsst mir vertrauen. Wir werden das hier überstehen. Das Wichtigste ist, keine Alleingänge mehr. Werner, du musst mir mehr über das Loft erzählen. Wir könnten dort wohnen. Gehört es dir? Nein, aber wenn wir fragen... Wie ist denn die Adresse? Keine Ahnung. Denk nach. Wie bist du dorthin gekommen? Zu Fuß? Ich gehe immer zu Fuß in New York. Kannst du dich an die Haustür erinnern? Sie war grün. Mit verschnörkeltem Eisen vor einem kleinen Fenster. Und neben der Tür? Gab es da vielleicht eine Hausnummer? Eine Hausnummer? Ja? Ja, natürlich. Alles
Gorimaus! Was geht ab im Emirat? Ah, oh, wirklich, Kaspar? Wieder ein neuer Spitzname? Ich wollte mal was ausprobieren. Wie kann ich dir helfen? Hast du heute schon etwas von Susan gehört? Weißt du, wo sie steckt? Susan? Die Mutter der Kompanie? No, keine News aus New York. Warum? Ich wollte dir mitteilen, dass sich Montgomery eben bei mir gemeldet hat. Weil er dich und Susan in seine Sekte aufnehmen will. Weil Katz ausgeplaudert hat, wo wir Shapeshifter finden. Ist nicht wahr. Aber das hieße ja, wir haben gewonnen. Sobald wir es gefunden haben. Du hast meine ungeteilte Aufmerksamkeit. Wo ist es? 226 Patty Wynn Avenue. Apartment 52. Horizontal gespiegelt. Keine Adresse, alles klar. Aber was soll das horizontal gespiegelt? Keine Ahnung, aber ich weiß, wer es uns sagen kann. Mir ist nämlich bekannt, wer da wohnt, in der Patty Wynn Avenue 226. Und wer soll das sein? $1,000, dass du es nicht erwähnst. Nein, genauer gesagt, es verstört mich zutiefst. Ein junger Mann wie du, Grigori Orlov, in der Blüte seiner Jahre. Also ehrlich, das ist mir noch nie passiert. Liegt es an May? Nein, ich befürchte, es liegt an mir. Es ist mir wirklich peinlich, das bisschen Schmerz im Fingerstumpf. Ich hätte so gern meinen Teil zu Elysiums Zukunft beigetragen. Ich hoffe, du schneidest mir jetzt nicht zur Strafe, mein Schatz. Nein, keine Sorge, du sollst dein nutzloses Ding behalten. Ich habe etwas anderes mit dir vor. Du wirst die anderen motivieren, es besser zu machen. Solange ich dafür keine Cheerleader-Uniform tragen muss. Du kannst bleiben, wie du bist. Du dienst als Beispiel. Als gutes Beispiel dafür, wie man in Elysium mit Versagern umgeht. Moment mal. May? Ja, Meister. Die Ehre gebührt dir. Fuck, ey, jetzt warte mal! Cleary, es wird Zeit für deine Lösung, fang an! Es ist immer wieder amüsant, wie sehr Menschen an dem erbärmlichen Stückchen Zeit hängen, das sie Leben nennen. Dabei wartet der Lösung auf dich, junger Freund. Du kannst dich glücklich schätzen. Das Jenseits ist so viel besser als die fehlerhafte Welt, aus der du kommst. Und jetzt, May, hole aus zum Schwung! Tom! Bereit! Warten Sie, Doktor! Jetzt nicht, Werner! Aber hören Sie das nicht? Da kommt ein Boot! Wir sind hier mitten in einer Zeremonie, Werner. Also, pst! May, ich bitte dich. Stopp! Auszeit! Hab ich mich nicht klar ausgedrückt? Ich ersetze einen Schädel. Wie bitte? Ein Schädel! Sieh in den Spielregeln nach. Ein Schädel gleich ein Leben. Ich rette Orlov mit einem Schädel aus meinem Rucksack. Oh, blind! Begreif es doch. Das Spiel ist längst vorbei. Sam hat das Spiel bereits gewonnen. Warum dann dieser ganze Quatsch hier noch? Das ist kein Quatsch. Das ist ein elysisches Ritual. Und jetzt? Wer ist da in der Schleuse? Ganz ruhig bleiben, Doktor. Es ist vorbei. Das sind meine Leute. Wie willst du das denn geschafft haben? Ich bitte dich. Ich bin bei der CIA. Ja und? Hier, meine Vorgesetzte Carrie Decker hat mir diesen kleinen Sender mit auf die Reise gegeben. Für alle Fälle. Was? Und den benutzt du erst jetzt? Auf der Princess of Wales wurde das Signal gestört, dank Katz. Aber da das Schiff jetzt weg ist, hier, grünes Licht. September, Oktober, November, Dezember. Ihr vier stellt euch vor die Schleusentür. Und ihr anderen passt auf die Gefangenen auf. Dein Wunsch erreicht uns, Meister. An eurer Stelle würde ich die Schwerter lieber fallen lassen und die Hände hinter den Kopf nehmen. Gleich stürmen 20 schwer bewaffnete Elite-Soldaten den Laden hier. Ihr habt nicht den Hauch einer Chance. Mein lieber Schwan, was ist denn hier los? Verdammt. Was ist das scheiß Telefon? Hallo? Wer? Woher haben Sie diese... Hast du's bald? Das ist für dich? Kann nicht sein. Der Hammer hier sagt was anderes. Gib mir das Telefon. Gib mir das Telefon. Flipp nicht gleich aus. Hier. Hammert? Woher? Mein Handy? Keine Ahnung, das müsste eigentlich... Was ist denn überhaupt... Was? Warte mal. Hier? Ja, 226 Patty Wynn Road. Aber wie soll er... Horizontal gespiegelt? Nein, ich weiß nicht, was das... Ach du Scheiße, ich weiß doch, was das bedeutet. Kann ich dich zurückrufen? In 10 Minuten? Alles klar.
Hast du mein Handy ausgeschaltet? Ich hab dir gesagt, keine Anrufe im Bett. Du bist wirklich der dümmste Idiot, den ich... Ach, na los, steh auf. Bitte? Das ist mein Bett. Wenn du hier einer geht, zusehen, dass du aus dem Bett kommst. Das vielleicht wieder eins von deinen komischen Spielchen ist. Raus aus dem verdammten Bett, nimm deine Sachen und stell dich da hinten ans Fenster. Ich brauche irgendwas. Ah, hier. Den Aschenbecher? Moment mal! Hey! Fuck! Sag nicht fuck, Cleary. Sag mir, dass der Typ eine Ein-Mann-Armee ist. Wer bist du, Fremder? Hä? Ich bin der, der wegen euch wieder Überstunden machen muss. Und mit Überstunden meine ich 2 Stunden zum Scheißhafen fahren und von da aus 4 Stunden mit dem Scheiß-Schnellboot bis hier ins Nirgendwo, um euch den Arsch zu retten, Mann. Nur weil ihr die Finger nicht von irgendwelchen Kabeln lassen könnt. Wenn es etwas genauer ginge. Meine Gefährtinnen mit den Schwertern werden ein wenig ungeduldig. Hey, 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 immer mit der Ruhe. Ich bin der verdammte Netzwerkadministrator, okay? Ich bin hier, um euch wieder online zu bringen. Die Zentrale hat ein Warnsignal empfangen. Eure Server laufen nicht. Reicht das? Dann könnt ihr jetzt wieder die Schwerter aus meinem Gesicht nehmen. Was ist das hier eigentlich für ein kranker Karnevalsscheiß? June, du hast vorhin den Dienst von May übernommen. Stimmt das, was er sagt? Ich wollte dich nicht beunruhigen. Ich dachte, sie können das vom Festland aus regeln. Ich wusste doch nicht, dass sie gleich jemanden hier hinschicken. Wir sind offline. Und du hältst es nicht für nötig, mich zu informieren? Ich dachte... Führ diesen Mann in den Serverraum und lass ihn die Dinge erledigen, für die er gekommen ist. Währenddessen wird deine Tochter ihre Bestimmung erfüllen. Aber Meister, April hat doch das getan, worum sie gebeten wurde. Und dafür ist Sam ihr auch ewig dankbar. Aber das ändert nichts an der Spielanweisung. Du hast gesagt, das Spiel ist vorbei. Ob Spiel oder nicht. Was Sam befiehlt, wird getan. Seid ihr dann soweit? Ich wusste, dass ich dir nicht trauen kann. Trotzdem hast du mir gehorcht. Das soll belohnt werden. Ich habe für April einen Mann ausgesucht, der ihrer Mutter gefällt. Tom Cleary wird der Vater ihres Kindes. Mom? Du musst stark bleiben, Anna. Bleib stark. Sie heißt April! Bis dann, ich müsste dann, weil... Jetzt geh, wie ich es dir befohlen habe. Ein kaputter Spiegel bringt 7 Jahre Unglück, das weißt du schon, oder? Quatsch nicht. Hilf mir lieber mit der Decke. So. Und jetzt stell dich aufs Bett und nimm mich auf deine Schultern. Was? Mach schon und tritt nicht in irgendwelche Scherben. Ich fahre dich bestimmt nicht ins Krankenhaus. Du hast sie echt nicht alle. Wackel nicht so. Da ist das verdammte Ding. Du kannst mich wieder runterlassen. Ein Speicherstick? Warum klebt sowas an meiner Zimmerdecke? Weil Katz anscheinend mehr drauf hat, als wir gedacht haben. Wer ist denn nun schon wieder Katz? Das geht dich im Scheiß an. Und jetzt Ruhe, ich muss telefonieren. Hamad? Ja, ich hab was gefunden. Ich lasse es von meinen Experten prüfen. Alles klar. Wie besprochen. Wenn es das ist, was wir glauben, warten wir ein paar Wochen, bis wir es benutzen. Du kannst dich drauf verlassen. Gut, ich melde mich. Zieh dich an, wir müssen los. Jetzt? Wohin? In mein Büro. Du fährst. Entschuldigt bitte die kurze Unterbrechung. Es können jetzt alle wieder auf ihre Plätze gehen. Wo waren wir? Richtig, April und Tom. Nein, Moment. Fast hätte ich es vergessen. Wir waren mit dem guten Grigori ja noch gar nicht fertig. Wo bleibt deine Kavallerie, Tom? Keine Ahnung, ich verstehe das nicht. Töchter Elysiums, behaltet unsere Gäste gut im Auge und bestraft sie, wenn es nötig ist. Und ihr, liebe Gäste, seht nun her. Also bitte, May, du bist dran. Knie nieder. Einen Scheißdreck werde ich tun, Tom. Knie nieder. Halt die Fresse, Tom, tu endlich was. Meister, er will sich nicht hinknien. Ach, alles muss man alleine machen. Werner, mein treuer Gefährte. Ja, Doktor? Hier, halt bitte für einen Moment die Insignien der Macht. Die Simba passt auf, dass du dich damit nicht verletzt. Die Insignien sind obenrum ganz schön scharf. Welche Ehre, Doktor. So, May... Reich mir dein Schwert. Sehr wohl, Meister. Mein Dank erreicht dich. Mach keinen Scheiß, Mann. Seht her. Wenn ihr ein Schwert habt... Montgomery, hör auf damit! ...und ihr wollt, dass ein anderer vor euch kniet... Oh, Montgomery, bitte! ...dann braucht es dazu nicht... Tom! Tom, hilf mir jetzt endlich! ...als einen gezielten Schlag in die Kniekehle. Ah! Ah! Ah!
Ansehen, lernen, umsetzen. Versteht ihr? Also gut. Lektion 2. Ja! So, hier ist der Serverraum. Serverraum? Das ist ein verdammter Schweinestall. Was ist das denn hier? Ihr stellt einen Teller mit... Algen auf einem Blade Center ab? Hat man euch ins Gehirn geschissen? Das ist ein verdammter technischer Organismus. Also esst hier drin einfach nicht, okay? Ja, ja. Verstanden. Weißt du, ehrlich, mich geht das ja eigentlich nichts an, was ihr hier für perverse Spielchen treibt. Aber wenn ihr darüber vergesst, auf die Server aufzupassen, wird's zu meinem Problem. Also, wenn ich hier nochmal rausschippern muss, wegen was auch immer, werde ich dafür sorgen, dass andere Blumenkinder euren Job übernehmen. Kapiert, Lady? Es wird nicht wieder vorkommen, das verspreche ich. Würde ich euch auch geraten haben. Meine Fresse. Hey, was willst du denn jetzt da oben? Ich wusste, ich kann ihm nicht trauen. Ich habe es gespürt. Was du da machst? Deshalb habe ich den Server manipuliert. Was? Du hast mit Absicht den Server... Hey! Was machst du da? Hey, warte mal, ist das die Luke für den Kühlwassertank? Fuck, hör auf, du Irre! Hör sofort auf damit! Willst du uns umbringen? Genau das will ich. Hey, was ist da los? Wasser. Es kommt Wasser aus dem Serverraum. Hey, Mom ist da drin. Mom. Rettet die Server! Rettet die Server! Montgomery! Was ist? Vergiss nicht die Insignien der Macht! Hier kommt eine Lektion, die du hättest lernen sollen, Doktor. Man muss sich immer genau überlegen, wem man Macht in die Hände legt. Du Wahnsinniger! Tötest das Staatsoberhaupt von Elysium. Das ist dein Ende. Darüber entscheidet das neue Staatsoberhaupt von Elysium. Und das bin ich. Das ist ja wohl ein Witz. Nein, das ist ein Putsch. Und nun seht her, seht in meine Hände. Ich halte die Insignien der Macht. Die Insignien der Macht. Der Meister ist tot. Es lebe der Meister. Der Meister ist tot. Es lebe der Meister. Na bitte. Als neues Staatsoberhaupt Elysiums erkläre ich die Gefangenen für frei und die Nacht der Gottesanbeterin bis auf Weiteres für verschoben. Katz, wir haben ihn schwer verletzt. Ja, von mir aus im November, Dezember kümmert euch um ihn. Ballert ihm ordentlich Schmerzpillen rein und verpackt ihn reisefertig. Tom, Flint, Anna, Katja und natürlich mein geliebter Orlov. Wir nehmen das Schnellboot. Ich sitz hinten. Captain, alle Schwimmwesten sind angelegt. Danke, Flint. Darauf genehmige ich mir einen. Mir ist nicht wohl dabei, dass wir July bis March plus May auf der Insel zurückgelassen haben. Das hier ist ein Schnellboot, kein Ausflugsdampfer. Ich hätte die Damen auf den Schoß nehmen können. Wir schicken jemanden, der sie abholt. Sie werden es noch ein paar Stunden auf der Plattform aushalten. Mom. Hey. Oh Gott, meine Mom. Anna. Ich wette, deine Mom hat den Server manipuliert und dann die Wassertanks geöffnet, um uns alle zu retten. Also um dich zu retten. Warum hast du ihr denn nicht geholfen? Ich konnte da ja noch nicht wissen, was sie vorhat. Bitte, Anna, das musst du mir glauben. Und warum hast du Grigori fast sterben lassen? Danke gleichfalls. Wir wurden doch alle bewacht. Ich konnte die Schande erst entkommen, als meine Mutter gestorben ist. Hey, immerhin hat Werner den Guru am Ende platt gemacht und uns das Leben gerettet. Wie lange bist du schon wieder klar im Kopf, Werner? Ich musste eine Möglichkeit finden, damit Orlov mich nicht totschlägt. Und dann habe ich gemerkt, welchen Schwung euch das gegeben hat. Das hat das Spiel vorangebracht. Also bin ich in meiner Rolle geblieben. Ein bisschen hier, ein bisschen da. Leviathan, Leviathan. Du hast uns die ganze Zeit reingelegt? Du hast Linda, Rusty, Becky und all die anderen einfach sterben lassen? Verdammtes Schwein! Hey, ich habe es dir so oft gesagt. Mir ging es immer nur um das Spiel. Warum hast du uns dann eben auf der Bohrinsel gerettet? Das Spiel ist vorbei. Es war in der Minute vorbei, als ich Anna verraten habe, wo sich Shapeshifter befindet. Das Programm war die einzige Motivation für Sam zu spielen. Das verstehe ich nicht ganz. Warum hast du es mir überhaupt verraten, wenn du wusstest, dass das Spiel dann vorbei ist? Weil du anders bist als wir.
Du bist ohne Schuld, Anna. Und ich wusste nicht, was Montgomery dir antut, wenn du nichts aus mir herausbekommst. Ich musste es dir also sagen. Es durfte nicht noch eine Unschuldige zu Schaden kommen. Ich konnte Nick schon nicht vor dem Tod bewahren. Dein scheiß Edelmut hättest du ein bisschen früher entdecken können, du Arschloch. Nein, hätte ich eben nicht. Ich musste dich genau an diesen Punkt hier bringen. Was soll das denn nun wieder? Du hast die ganze Zeit an mir gezweifelt. Am Spiel, an Sam. Aber jetzt hat sich dein Zweifel endlich in eine andere Richtung verschoben. Wovon redest du? Das weißt du ganz genau. Du fragst dich, warum deine CIA-Freunde uns nicht zu Hilfe gekommen sind, obwohl sie es versprochen haben, hä? Obwohl sie dich orten konnten. Halt die Schnauze! Begreif es, Tom! Sie haben dich nur benutzt und sie wollten dich opfern, weil Sam es so wollte. Halt die Schnauze, habe ich gesagt. Cleary, warte, hör zu! Ich weiß, wie wir sind. Scheiße, verdammt nochmal! Hey, hör doch zu! Ich kann mir keinen Scheiß! Nein, Cleary! Den Lagerhäusern. Team Rot nach links zur Kaimauer. Team Schwarz mit mir auf die Seebrücke. Los jetzt! Zugriff auf meinen Befehl! Miss Decker? Ich seh's. Da sind sie. Alle Mann bereithalten. Sie kommen. Können Sie was erkennen? Ist Katz dabei? Ich weiß nicht. Verdammt! Warum werden die nicht langsamer? Ma'am? Sollten wir uns nicht zurückziehen? Die werden anhalten, glauben Sie mir. Sicher? Cleary, was machst du? Ma'am. Okay, Team Schwarz, Rückzug! Rückzug von der Seebrücke! Runter! Drei Monate nach den Ereignissen, die unter dem Namen The Cruise traurige Berühmtheit erlangt haben, kommen immer neue Details ans Licht. Nach Angaben aus Geheimdienstkreisen scheint nun endgültig festzustehen, dass es neben Werner Katz keine weiteren Hintermänner gab. Auch das Geld, das Katz für den Kauf des Kreuzfahrtschiffes und der Bohrinsel gezahlt hat, hat es nie wirklich gegeben. Durch das Hacken von Bankkonten der Abu Sindh Holding konnte Katz die Überweisung der Gelder vortäuschen. Trotz des hohen finanziellen Verlustes für die Holding hat deren Eigentümer, Scheich Hamad Abu Sindh, den Hinterbliebenen der Opfer Zahlungen in Millionenhöhe zugesichert. Währenddessen fehlt von Werner Katz, Katja Ivanova, Grigori Orlov, Anna Hawkins, Thomas Jefferson Cleary und Charles McAbee III. Auch weiterhin jede Spur. So, da bin ich wieder. Natürlich, Sir, das abhörsichere Telefon. Ja, auf einem Parkplatz mitten im Nichts. Selbstverständlich. Ich wollte Sie informieren, dass die Suche nach Katz und den anderen heute offiziell abgebrochen wurde. Ja, und selbst wenn, kann nichts zu Ihnen zurückverfolgt werden. Natürlich. Ich gebe Ihnen mein Wort. Das wünsche ich Ihnen auch. Hey, wer ist da? Ich warne Sie, ich bin bewaffnet. Nein, bist du nicht, Decker. Unter das Kleid passt kein Halfter. Deine Waffe liegt im Auto. Tom, ich dachte, du wärst... Tot? Oh, tut mir leid, ich muss dich schon wieder enttäuschen. Was soll das hier? Und was sollte das Theater am Bootsteg? Wo sind die anderen? Wo ist Katz? Keine Ahnung. Du weißt, dass ich ihn ausliefern muss. Carrie, warum hast du mich auf der Bohrinsel im Stich gelassen? Ich habe auf die Freigabe für den Einsatz gewartet. 4 Tage lang? Wem willst du das erzählen? An deiner Stelle wäre ich vorsichtig, was du mir unterstellst. Wusstest du, was passieren wird, als du Emma und mich auf die Princess of Wales geschickt hast?
Diese Information übersteigt deine Sicherheitsfreigabe. Fick dich, Decker! Du hast mich auf ein scheiß Himmelfahrtskommando geschickt. Mit nichts außer einer Waffe und dem Auftrag, sichert unter allen Umständen das Leben von Joshua Ismael Cohen. Die Waffe hat mir an Bord nicht viel gebracht. Schauen wir mal, wie es hier ist. Sieh sie dir an. Da unten liegt sie. In der Sonne. Ach, wie wunderschön sie aussieht. Und wie, Eure Hoheit. So ein Schiff kann man nicht einfach aufgeben, oder? Auf keinen Fall, Eure Hoheit. Ich bin dir dankbar, dass du sie mir in einem Stück zurückgebracht hast. Ich halte meine Versprechen. Ja, du hast deine Rolle wirklich gut gespielt. Oh, ich kann das Schiff nicht mehr anhalten. Gleich sind wir alle tot. Und ihr habt wirklich gedacht, euer kleines Roulette-Spiel hätte das Schiff gestoppt, oder, Lindbergh? Ich habe auch bis eben noch gedacht, Kaviar schmeckt nach altem Fisch. Hat mir nicht geschadet, die Wahrheit herauszufinden. Keine moralischen Bedenken, sich für unsere Seite entschieden zu haben? Wann bekommt ein Spielsüchtiger schon mal die Chance, Casino-Manager in einem Emirat zu werden? Na dann, willkommen im Paradies. So, noch jemand, um den wir uns Gedanken machen müssen? Was ist mit Cheng He und seinen Leuten? Die waren schon immer zufrieden mit dem, was sie haben. Ich verlasse mich darauf, Captain Fletcher. Captain? Auch ich halte meine Versprechen. Ich werde Sie nicht enttäuschen, Hoheit. Haben Sie schon entschieden, auf welchem Schiff ich... Natürlich auf dem, das du kennst. Auf der Schönheit dort unten. Sind Sie sicher? Wir sind jetzt schon ausgebucht. Nur weil ich bei ein paar Freunden angedeutet habe, dass es bald Kreuzfahrten auf dem Schiff von The Cruise mit dem Helden von The Cruise als Captain gibt. Die Leute lieben dich. Dann braucht das Schiff nur noch einen Namen. Es hat schon einen. Und welchen? Sie heißt Mary Celeste. Aber das ist der Name eines Geisterschiffs. Ja, ganz genau. Was ist? Du wirst doch nicht nach all dem, was du erlebt hast, abergläubisch werden. Du bedrohst mich mit einer Pistole, Tom? Komm, lass das, so bist du nicht. Ich bin das, was ihr aus mir gemacht habt. Ich will die Wahrheit rausbekommen. Und das ist anscheinend der einzige Weg. Also, war es wegen Shapeshifter? Musste ich deswegen mit ansehen, wie dieser Irre all die Menschen tötet und ihn dann auch noch beschützen? Und glaub ja nicht, ich würde dich nicht erschießen. Okay, Tom. Schon gut. Nicht, dass dir die Wahrheit irgendwas bringen würde, aber meinetwegen. Wir mussten herausfinden, ob es dieses Programm wirklich gibt. Das heißt, es gab den Deal zwischen Katz und Sam wirklich. Hey, du hättest Styx, Abu Sindh und Myers mit seiner Hilfe drankriegen können. Warum hast du es nicht gemacht? Überleg doch mal. Susan Myers ist eine gute Freundin der Vizepräsidentin. Und in den Giftschränken ihrer Sender lagert so viel belastendes Material über Politiker, dass es für zwei Mighty Leaks reichen würde. Scheich Abu Sindh versorgt uns seit einem Jahrzehnt mit Informationen über islamische Terroristen. Dank seiner Unterstützung konnten fast 30 Anschläge auf US-Einrichtungen vereitelt werden. Und Kaspar Styx ans Messer liefern? Der Mann ist Black Viking. Wenn er stürzt, stürzt sein Unternehmen mit. Kannst du dir vorstellen, was das für die internationalen Finanzmärkte bedeuten würde? Das heißt, wir lassen die Großen machen, was sie machen wollen. Na prima. Wir sind nicht Robin Hood, Tom. Wir sind nicht die Guten. Wir sind nur die, die dafür sorgen, dass alles so bleibt, wie es ist. Sonst noch Fragen? Ich muss nämlich langsam mal los. Ich will, dass du dich umdrehst und hinkniest. Tom, hör auf. Umdrehen und hinknien wird's bald. Schon gut. Schon gut, Tom. Verlier jetzt bloß nicht die Nerven. Siehst du? Ich drehe mich um. Ich knie mich hin. Überleg dir genau, was du tust. Das habe ich längst. Das Ganze endet hier und jetzt. Das ist eine Sache zwischen dir und mir. Niemand wird davon erfahren. Das ziehst du nicht durch, Tom. Oh doch. Und jetzt fang an zu zählen. Tom! Schön langsam, von 100 runter. Was? Dann stehst du auf und gehst zu dem Mülleimer da am Ende des Parkplatzes. Da findest du meinen Dienstausweis und meine Waffe. Was soll das jetzt? Das ist meine inoffizielle Kündigung. Offiziell bin ich ja gar nicht mehr im Leben. Was ist mit Katz? Hör auf zu fragen, Decker, und fang endlich an zu zählen. Und ich lande mit dem BMX-Bike direkt auf der Krone der Freiheitsstatue. Bam! Ehrlich, Harald, da kann auch kein Sprung aus dem All mithalten. Ah, da ist sie ja endlich. Susan! Ihr Lieben, willkommen. Entschuldigt, ich hatte noch einen wichtigen Termin im Sender. Wie war dein Flug, Hamad? Danke, mein Privatjet ist klimatisiert, aber hier in New York ist es ja schrecklich kalt. Ich habe einen Kamin in meinem Penthouse. Entschuldigung, darf ich? Ah, da ist er ja schon. Die Herren? Komm, Harald, Alter, vor Schönheit. Außerdem bist du König.
Natürlich geht die Dame zuerst. Aber ihr seid meine Gäste. Na gut, wenn keiner will. Erster. Hey, hier sind ja gar keine Knöpfe. Geht alles über Sprachsteuerung, mein Lieber. Penthouse. Geil. Das will ich auch für meine Firmenzentrale. Gibst du mir die Adresse von der Aufzugsfirma? Kaspar, eins nach dem anderen. Liebe Susan, erst einmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Wir konnten unseren Sieg ja noch gar nicht so richtig feiern, bis wir dreimal einen gemeinsamen Termin gefunden haben. Penthouse. Sollte jetzt nicht die Tür aufgehen? Ich weiß auch nicht. Vielleicht mit Sprachsteuerung. Tür auf. Tür auf. Tür auf! Das hat doch keinen Sinn, Kaspar. Susan, vergiss das mit der Adresse. Ich möchte den Aufzug doch nicht. Keine Sorge, das haben wir gleich. Aufzugsservice. Hallo? Hier ist Susan Myers. Ich sitze im Fahrstuhl fest, im Vertical Ocean Building. Hallo, Susan. Willkommen in Level 3. Hallo? Wer ist denn da? Na, wer soll denn hier schon sein, Susan? Werner Katz natürlich. Guten Tag, meine Dame. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich möchte ein Konto auflösen. Oh, wie bedauerlich. Sind Sie mit dem Service unseres Instituts nicht zufrieden? Machen Sie sich keine Sorgen. Damit hat es nichts zu tun. Ich brauche das Kapital für einige Investitionen. Ich kann Ihnen anbieten, dass wir Sie dabei unterstützen. Das ist sehr freundlich. Aber ich habe schon alles in die Wege geleitet. Es fehlt nur noch das Geld. Und dann bleibt mir nichts anderes übrig, als Sie nach dem Zugangscode zu fragen. 15 04 19 12. Möchten Sie das Geld auf ein anderes Konto transferieren? Nein, ich hätte es gern ausbezahlt. Ich werde das sofort veranlassen. Bei dieser enormen Summe kann es allerdings ein paar Minuten dauern. Ich habe es nicht eilig. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten? Kaffee, Wasser? Danke, ich bin zufrieden. Darf ich fragen, wo Sie gewillt sind, Ihre Investitionen zu tätigen? Hier in der Schweiz. Dann bleiben Sie unserem wunderschönen Land hier erhalten. Ja, es gefällt mir wirklich sehr. Auf die Gefahr hin, dass ich neugierig wirke, was gefällt Ihnen am besten? Vorausgesetzt, Sie können das überhaupt. Oh doch, das kann ich. Die Antwort ist ganz einfach. Es gibt hier kein Meer. Kat, das kann doch nicht sein. Was soll das hier, Werner? Du sperrst uns in deinem Aufzug ein? Was willst du damit erreichen? Das, was ich die ganze Zeit wollte. Spielen. Das Spiel ist vorbei, Werner. Ganz genau, du hast verloren, Motherfucker. Immer wenn sieht es eher so aus, als hättet ihr verloren. Das werden wir ja sehen. Los, Harald, hilf mir, die Tür aufzukriegen. Das mit der Tür könnt ihr vergessen. Oh, Susan, du glaubst doch nicht, dass dein Handy hier drin funktioniert. Okay, Werner, wo bist du? Ganz in eurer Nähe. Gut, dann lass uns hier raus und wir reden darüber, wie wir uns einigen können. Nein, so wird das nicht laufen. Wie dann, du Penner? Was willst du? Was ich will? Ich sag's euch. Spielanweisung 1. Opfert einen von euch, um die anderen beiden zu retten. Du bist total wahnsinnig. Du denkst doch nicht, dass wir uns hier drin gegenseitig umbringen. Nicht gegenseitig. Einer reicht. Ihr müsst nur entscheiden, wer von euch das Opfer ist und wer die Mörder. Hier wird überhaupt keiner gekillt, du Arsch. Wir bleiben einfach so lange hier drin, bis einem auffällt, dass der Lift nicht funktioniert. Aber das wäre doch viel zu langweilig für einen Adrenalin-Junkie wie dich, Kaspar. Und genau deshalb habe ich eine kleine Motivationshilfe eingebaut. Achtung, 3, 2, 1. Das waren jetzt 5 Stockwerke. Wenn in 3 Minuten nicht einer von euch tot ist, zünde ich die nächste Sprengladung. Und dann geht's ohne Unterbrechung die restlichen 25 Stockwerke nach unten. Das kannst du nicht machen, Mann! Geht es dir um Geld? Geld ist kein Problem. Wir können ein neues Spiel finanzieren. Mit neuen Regeln. Oh, vielen Dank für das Angebot. Aber das alte Spiel gefällt mir eigentlich ganz gut. 2 Minuten 30. Und jetzt lasse ich euch allein. Cuts over and out. Werner! Werner! Der Penner meint das ernst. Setz sie das durch. Was machen wir jetzt? Naja, das hier ist dein Haus, Myers. Du hast uns eingeladen. Ohne dich wären wir nicht in dieser verfickten Situation. Was willst du damit sagen? Ich meine ja nur, wenn einer die Verantwortung übernehmen sollte, dann du. Du willst sie wirklich umbringen? Sie ist nur eine Frau, Harald. Nenn mich nicht Harald. Nur eine Frau. Ja, nur eine Frau.
Aber eine, die so viel belastendes Material über euch gesammelt hat, dass es für 1000 Jahre Knast reicht. Ihr glaubt doch nicht, dass ich mich auf kriminelle Geschäfte einlasse, ohne mich abzusichern. Okay, dann muss Harald dran glauben. Nenn mich nicht Harald! Wir sagen einfach, er wollte dich vergewaltigen und ich hab dich gerettet. Wenn ich hier sterbe, werden meine Leute euch aufspüren und ganz langsam töten. Wir nehmen Kaspar. Ach, wirklich? Meine Motorradgang wird euch massakrieren. Ich kaufe sie, deine Gang. Denen liegt nur was an deinem Geld. Rächen wird dich niemand. Jeder hasst dich. Ja, jeder hasst Kaspar Skiff. Ja. Töte ihn, Hamad. Ja, komm schon. Versuch's doch, alter Mann. Wollen doch mal sehen, was der kleine König Harald so drauf hat. Nenn mich nicht Harald! Vielen Dank, danke, das genügt, Herr Amüsant. Aber wir brechen das Ganze an dieser Stelle ab. Was meinst du damit? Ich hab's mir anders überlegt. Lebendig gefällt dir mir besser. Was? Also, schönen Tag noch. Und Leute, wie fühlt sich das an? Die 32 Dosen Black Viking. Und auf wie vielen Sendern war der Aufzug live drauf? Auf allen von Horn and Hope und tausendfach als Stream im Netz. Und überall noch die kleine Einblendung. Mehr Enthüllung über Meyer Sticks und Abo sind ab jetzt auf Mighty League. Die drei sind erledigt. Cheers! Gratulation, Flint. Gute Arbeit. Du bist der zweitbeste Hacker, den ich kenne. Du bist der zweitbeste Hacker, den ich kenne. Wenn ihr mit eurer Jungsnummer da hinten durch seid, können wir los, oder? Ja. Cleary wartet auf dem Flugplatz. Ja, gib Gas, einer. Aber wir machen noch einen kleinen Umweg. Kannst du mich, hier absetzen? Das ist in Chinatown. Wir haben keine Zeit für Umwege. Was ist da? Die Staatsanwaltschaft von New York. Werner, was soll das? Wir fliegen zu Katja und Grigori in die Schweiz. Ihr fliegt zu Katja und Grigori, richtig. Ich stelle mich. Was? Das habe ich Cleary im Boot versprochen. Spinnst du? Ich bin sowieso nicht scharf darauf, Herrn Orloff wiederzusehen. Red doch keinen Unsinn. Das Spiel ist vorbei, Anna. Ich habe erreicht, was ich wollte. Alle haben für ihre Sünden gebüßt. Alle außer mir. Hey, und was ist mit uns? Bedeute ich dir gar nichts? Anna, du bedeutest mir alles. Aber ich bin eine Gefahr für dich und für die anderen auch. Sam wird sich rächen wollen. Sie werden nach mir suchen lassen. Ja, und wenn du dich stellst, wissen sie doch genau, wo sie dich finden. Sie werden dich umbringen. Sie oder der elektrische Stuhl. Es gibt keine Todesstrafe in New York. Glaub mir, Anna, ich komme an den sichersten Ort, den es auf dieser Welt für mich gibt. In New York ist heute der Prozess gegen Werner Katz zu Ende gegangen. Die Geschworenen folgten der Argumentation der Verteidigung, die gefordert hatte, ihren Mandanten für unzurechnungsfähig zu erklären. Katz wurde daraufhin vom Vorsitzenden Richter zu lebenslangem Gewahrsam in der psychiatrischen Abteilung des New York State Prison verurteilt. Die Suche nach Katz' Mittätern Susan Myers, Kaspar Stix und Hamad Abu Sindh laufe weiterhin auf Hochtouren, so ein Sprecher des Justizministeriums. Und deshalb bist du also hier in der Klapse? Ja, deshalb bin ich hier. Das ist meine Geschichte. Du wolltest sie hören? Du kommst mir ja gleich so bekannt vor. Du bist paranoid, Quentin. Dir kommen ziemlich viele Leute bekannt vor. Ich meine, du hast 5 wildfremde Menschen umgebracht, weil du dachtest, sie wollten dir dein Augenlicht nehmen. Okay. Dann könnte ich mich vielleicht vertan haben. Da könntest du vielleicht recht haben. Eins habe ich noch nicht verstanden. Shapeshifter. Gab's das Programm wirklich, oder war das auch so eine Finte wie das Tarnprogramm, das du Potjomkin verkaufen wolltest? Nein, Shapeshifter ist real. Shem hat damit eine Menge Unternehmen ausspioniert und Shapeshifter hat jeden Spionageangriff von Sam archiviert und an uns weitergeleitet. Das und die Sache im Aufzug waren unsere Schlüssel, um die drei zu Fall zu bringen. Dann wolltest du, dass sie Shapeshifter bekommen? Du hast gewusst, dass April, also Anna natürlich, auch mit auf der Bohrinsel sein wird. Und dass Sam sie benutzen wird, um dich zum Reden zu bringen. Das alles gehörte zu deinem Plan, um die drei in den Aufzug zu kriegen. Ich wollte unbedingt, dass die drei mitspielen. Nicht nur im Hintergrund die Fäden ziehen. Mein Spiel, meine Regel.
Ja, und was ist mit den Azteken? Also mit den Mexikanern? Die wurden nie gefunden. Sind wohl untergetaucht. Auf die eine oder andere Weise. Und der Notausstieg, den Flint eingebaut hat, hättest du den nicht nehmen können, um alleine unterzutauchen, ohne die anderen in Gefahr zu bringen? Hätte ich machen können, klar. Aber ich wollte doch hierhin. In die Psychiatrie. Zu dir. Zu mir. Warum? Um dir ein Angebot zu machen. Also, Quentin, wie sieht's aus? Lust auf ein kleines Spiel? Cruise, Teil 8, von Edgar Lindscheid und Stuart Kummer. Musik Lars Gehlhausen und Stuart Kummer. Mit Gerrit Schmidt-Voss als Werner Katz, Tobias Meister als Tom Cleary, Daniel Wiemer als Grigori Orloff, Lutz Mackenzie als Dr. Montgomery, Marie Bierstedt als April und Barbara Auer als June. Sowie Stefan Kaminski, Ilona Otto, Irina von Bentheim, Taifun Bademsoy, Thomas Nero Wolf, Jens Riva, Nana Spier, Jan Odle, Markus Off, Dörte Lisewski, Camilla Rentschke und Christoph Maria Herbst als Flint. Technische Realisation: Matthias Fischenich und Jens-Peter Hammacher. Regieassistenz Hanna Steger. Regie Stuart Kummer. Dramaturgie Nathalie Challis. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2015.